Mein Name ist Ottmar Wiesler, ich bin Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und als Arzt ausgebildet. Ja, ich nehme seit geraumer Zeit wahr, dass die Temperaturen ansteigen, dass es wärmer und heißer wird. Ich nehme Dürre wahr in vielen Bereichen. Das Wetter wird sehr viel wechselhafter. Was ich persönlich auch wahrnehme, ist, dass es im Winter in Regionen, in denen ich gerne skifahre, keinen Schnee mehr gibt. Also ich nehme wahr, dass wir unser Verhalten in vielerlei Hinsicht ändern. Wir gehen anders mit Mobilität um. Ich überlege mir heute sehr viel mehr, ob ich mit dem Wagen fahre oder nicht lieber das Fahrrad nehme oder öffentliche Verkehrsmittel benutze. Wir sind wirklich energiesparend geworden. Auch zu Hause überlegen uns sehr viel mehr, wo wir Beleuchtung anschalten, ob es wirklich die Heizungstemperatur braucht. Und was wir auch zunehmend tun, wir stellen unsere Ernährung um. Meine Kinder haben mich mittlerweile davon überzeugt, dass wir zum Beispiel zu Hause kein Fleisch mehr essen. Weil ich glaube, dass die Landwirtschaft einer der Bereiche ist, der massiv zur Erderwärmung beiträgt. Meine Botschaft vor allem an die jungen Menschen ist, die Bewältigung des Klimawandels ist unzweifelhaft die größte Herausforderung, die auf die junge Generation insbesondere zukommt. Ich glaube, jeder von uns muss sich sehr viel stärker fragen, was kann ich selbst tun, um diesem Klimawandel entgegenzutreten. Ich möchte aber auch sagen, dass der Klimawandel ungeheure Chancen für die junge Generation bietet. Es wird viele Möglichkeiten geben, sich aktiv an der Bewältigung des Klimawandels zu beteiligen. Die Möglichkeiten gibt es übrigens auch in der Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft. Wir suchen dringend nach kreativen jungen Talenten, die sich mit Klimaforschung beschäftigen.